Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest 11. Wir sind gerade auf der Suche nach Missionserledigungen. Ja, wenn ich mich recht entsinne, war die Lösung dieser Mission hier hinten, wo wir mal mit Shade aufgewacht sind. Schauen wir mal. Da müsste das gewesen sein. Ah ja, hier ist eine Schatztruhe. Ich glaube, die ist es. Okay, verlorene Partitur. Okay, super. Dann können wir wieder Magie, Teleportation, Herberge. So. Auf geht's. Ich hoffe, dass wir diese Mission jetzt bald abgehakt haben. Aber ich weiß, dass diese Kräftigungsdinger wahrscheinlich ewig dauern werden. So, ja, danke, danke, danke. Feine Stoffe für Philosophen. Okay, cool. Wir können jetzt Dinge... Stab des Weißen, Gelehrtenkappe. Das sieht krass aus. Also wenn wir alle Missionen haben, dann werden wir mal wieder eine Runde craften, würde ich sagen. Dass wir auf jeden Fall die stärkste Ausrüstung haben. Ja, ich bin der Lichtbringer und ich bin eindeutig der Champ. Gondolia wollte ich. Teleportation nach Gondolia. So. So, einmal nach unten. Oh, da ist es auch ein bisschen düster geworden. Müssen wir uns auch demnächst mal drum kümmern. Okay, einmal nach da vorne rechts. Und dann nochmal ganz hinten. Kriegen wir hin. So, ist das wieder die arme Bäckerin, oder? Wer bist du denn? Gondolia steckt voller Probleme. Mein Liebster, er ist am Tag von Nidras, sie ist stürzend gestorben. Davor war er ein gesunder und glücklicher Mann. Aber es heißt, dass jedes Blatt von Nidras sie das Leben einer Person bringt, ne? Vielleicht wurde sein Blatt jetzt zerstört und er ist deshalb gestorben. Vor seinem Tod wollte er mir eine besondere Blume aus der Wüste Gallopolis mitbringen, als Verlobungsgeschenk. Oh, Popera, mi, ich ärmste. Aber ich würde diese Blume, die mir mein Liebster schenken wollte, trotzdem noch so gerne sehen. Vielleicht kann sie mir una piccola consola spenden. Ist sie etwas Trost? Per Popper, können Sie ihm bitte helfen? Könnt ihr für mich die Wüste... Ja, natürlich. Ich weiß auch, wo die ist. Das ist da, wo wir ein bisschen gestorben sind. Natürlich nie gestorben. Dieses Ereignis hat nie stattgefunden, als das ein Ereignis mit hier Rionaldo und seinen Deppen gab. Das ist nie passiert. Wer was anderes behauptet, der hat den Stream gesehen. So. Ah ja, bitte, was willst du? Gelehrtenstein, was? Wo kriege ich das her? Ja, das kann ich schon machen. Okay, die Suche nach den Gelehrtensteinen, ja! Ich glaube, wir schauen mal, was haben wir jetzt als Mission? Müssen wir noch was annehmen, außer Nautica? Das ist in Arbeit. In Arbeit? Das können wir noch nicht. Dieser immer noch, dass ein Heliodor gesunken ist. Östlich von Heliodor, was ist denn da? Mysteriöse. Ich denke, dass wir das dann auch in Nautica eventuell tun können. Okay, Nautica, Nautica. Antiquier. Komm, dann gehen wir jetzt noch schnell nach Antiquier. Da haben wir alle Überirdischen und dann schauen wir mal weiter. Nautica können wir gar nicht. Wo haben wir denn Antiquier? Antiquier, Antiquier. Antiquier. So, auf geht's. Jede einzelne Mission wird von uns heute gelöst. Jedes Problem ist genau richtig für uns, dass wir daran auch verzweifeln. So, wo steht die Alte? Vor den Gemischtwandern. Oh, ist das ein Typ. Erinnerst du dich an meinen Liebsten? Ja, was ist denn los? Auch immer diese Barden, die immer so Probleme haben.
Okay, ja, das können wir machen. Okay, Gallopolis. Ja, wir müssen eh nach Gallopolis, um das Ding zu finden. Und dann können wir ja auch gleich dann ein bisschen durchsuchen. Gallopolis, ich komme. Gallopolis, Gallopolis, wo bist du? Wir können auch mal wieder eine Runde reiten. Das war auch immer so lustig. Holla, bin eben auf dem Rückweg schon am Reinschauen. Schön, dich zu hören. Das freut mich. Ich hoffe, du hast einen entspannten Tag am See gehabt. Ja, wir gehen mal im Palast des Sultans. Ja, irgendwie, also der Stern scheint hier alle ein bisschen zu faszinieren. Dass der da irgendwie ein bisschen runterfällt. So, Bücherregale durchsuchen, das ist doch mein Hobby. So, dann schauen wir mal daran. Am Ende suchen wir dann draußen alles ab nach der Blume. Okay, da ist ein Ding. Tagebuch. Okay, nimmt Reitunterricht, das bringt wahrscheinlich nichts. Okay, nein. Können auch mal mit dem Sultan reden, was er eigentlich zu diesem ganzen Edwin-Stern sagt. Konnte schon mal, mal mehr klagen. Ja, das freut mich. Kein Sonnenbrand mitgebracht. So, da sind noch Bücher. Liebe es ja, das Haus von allen Leuten zu lehren des Tristan. Nee, das ist es nicht. Leitfaden für Herrscher. Nee, das scheint auch nicht das Richtige zu sein. Aber irgendwo müssen die doch noch Bücher haben. Okay, dann schauen wir mal hoch zum Sultan. Vielleicht standen da auch noch ein oder zwei Regale rum. Oh, da ist eine Sehne. Schauen wir uns doch mal an. Natürlich doch. Mein Junge, ich bitte dich, deine leichtsinnigen Heldentaten bringen dich noch um. Hab keine Angst, Vater. Ich werde alle nötigen Vorkehrungen treffen und erst zurückkehren, wenn das Rätsel um den Stern gelöst und Gallopolis gerestet ist. Du willst irgendwas erreichen in deinem Leben. Das glaube ich nicht. Ach, du bist es. Noch was, danke für alles, was du für meinen Sohn getan hast. Was? Um alles in der Welt? Das ist doch nicht möglich. Ist doch schon ein Weilchen her. Warst du eure Majestät? Jahre sogar. Ich habe euch seit dem Konvent der Könige nicht mehr gesehen. Und der darauf folgenden Katastrophe. Fürst Bodo, bitte, hört mich an. Was man uns über den Lichtbringer erzählt hat, war eine Lüge. Er ist nicht der Spross der Finsternis. Leider wurden wir alle vom König Kanor getäuscht. Wir ließen zu, dass er die Welt zerstören wird. Wir haben dieses Unheil selbst über uns gebracht. Ach nun, kommt schon, Eure Majestät. Uns trifft wohl kaum die Schuld. Das alles ist Hakrimos Werk. Er hat von König Kanoas Besitz ergriffen und dieses ganze Chaos angerichtet. Es geht nur auf seine Kappe. Herr Bodo, hör zu, wir müssen uns über diesen Stern unterhalten. Wenn er noch tiefer sinkt, ist Gallopolis erledigt. Was wisst ihr über Edwin Stern? Leider nur sehr wenig. Ich habe meine besten Gelehrten beauftragt, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Doch sie hatten bis dann keinerlei Erfolg. Oh, eins konnte ich aber von Interesse sein. Mein Sohn Faris behauptet, Runen auf der Barriere erkannt zu haben, die den Stern umgibt. Runen, was? Das erste Mal, dass ich von dieser Barriere um den Stern höre. Von einer Aufschrift ganz zu schweigen. Ist euer Junge da? Ist ich auch ganz sicher. So scheint es jedenfalls. Tatsächlich ist er mit unserem gelesensten Gelehrten in den Trabantensande gegangen, um die Runen genauer zu studieren. Wir gehen davon aus, dass der Stern dort aufsetzen wird. Ich verstehe. Wir sollten besser selbst ein Auge auf die Ruinen werfen, nicht? Sollten wir dem Prinzen folgen? Mir wären wir bedeutend wohler, wenn ihr das tätet. Fürs Bodo, es bereitet mir doch Sorge, dass mein Junge unter solchen gefährlichen Umständen außer Lande ist.
Papp, vielen Dank. Ich werde die Wachen anweisen, euch am Kontrollposten Durchlass zu gewähren. Sichere Reise. Okay, habt ihr jetzt hier noch Bücherregale, die ich suche? Oh, aber das hört sich halt nicht so gut an. Hier hinten war ich glaube ich auch noch nicht. Schauen wir, ob man hier was looten kann. Da finden wir auch perfekt für Schatztruhen. Da kann man sich so hinsetzen und den Weltuntergang beobachten. Wie schön. Da hinten ist nicht so. Wo könnten dann die adeligen Familien sein, wo angeblich irgendwas rumstehen soll? Das ist eine Katze. Alle Katzen sind vorgelaufen, natürlich hier nicht. Oh, Katzen sind halt auch so süße Tierchen. Ich suche halt irgend so einen Liebesbrief und weiß nicht genau, wo ich suchen soll. Auf der anderen Seite gibt es ja nichts, oder? Rittergelübde. Nee, schmutzlicher Verband, nee. Aber ich finde es überraschend, dass der Prinz Fares irgendwas auf die Kette kriegt. Der war das immer so ein Vollversager. Überrascht mich jetzt ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwas macht. So, mein Königreich geht unter. Okay, ich baue mal das Königreich nebenan. Da wird es nicht untergehen. Ohne Sonnenbrand geht es nicht. Oh Mann. Aber mir ist es tatsächlich heute gar nicht so warm irgendwie. Also es ist heute recht bewölkt. Also es geht tatsächlich, wenn man nicht gerade durch die Gegend dampft, dann ist es total in Ordnung. Wir können ja ruhig mal eigentlich wieder so eine Rennen machen, oder? Wir können ja mal schauen, ob es neue Rennen gibt. Schauen wir mal. Vielleicht gewinne ich ja da irgendwie die Liebesbriefe. Glaub's ihr nicht, aber man kann ja mal nachschauen. Haben so ein, zwei Rennen können wir mal kurz starten. So. Ach, ja. Okay, also es gibt einmal die Goldliga jetzt. Okay, machen wir hier mal die Goldliga. Schwierig und einfach. Gibt's okay, schwierig, muss man auch mal versuchen. Aber ich mache jetzt einfach mal die Goldliga. Okay. Ich versuch's mal. So ein Metallschirmhelm ist natürlich schon nice. Goldliga. Ich sollte es hinbekommen, allerdings, ihr wisst, ich bin jetzt nicht absolute Expertin in sowas. Es gibt hier jetzt keine Abkürzung wie in anderen Ligen, aber schauen wir einfach mal, ob wir es vielleicht hinbekommen. Nee, ich darf nicht überspringen. Okay. Ja, T ist Ansporn und X ist in Kurve legen. Okay. Los geht's. Alter, du hast mich vorab gedrängt. Ich muss jetzt wieder reinkommen. Ich muss jetzt aufholen, aber die Frage ist nur, wie? Wie hole ich die ganzen Vollidioten hier wieder auf? Also ich muss noch einen aufholen, aber trotzdem ist es hart genug. Vor allem, wenn sowas dann passiert. Ring, das mitnehmen. Ringen. Okay, den habe ich schon mal eingeholt. Ah, der überholt mich. Nicht gut. Letzte Runde, was? Es gibt hier nur zwei Runden, ne? In den anderen gab es nochmal drei. Also ich schaue, dass ich trotzdem halt immer die Dinger mitnehme, die Auffüllteile. Okay, der wird langsamer. Ich jump da einfach mal drüber. Ich bin mal so frei. Rennen sind halt nicht so meine Stärke, außer wir fahren gerade Mario Kart, dann würde ich alle abziehen. Scheiße, ich habe das nicht mitgenommen. Das habe ich auch nicht mitgenommen. Ach, fuck, jetzt das verlieren wir. Ah. Ich hoffe, der holt mich jetzt nicht ein wegen diesem kleinen Fauxpas vorhin. Okay, ich hab's. Oh, gut. Gut, du packst es schon. Danke, ich hab's geschafft. Tatsächlich. Jetzt können wir es mal auf schwer versuchen. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das schaffen. Glückwunsch. Ja, ich hab das. Danke. Ein Klumpen Golderz. Gut, dann versuchen wir es einfach hier mal mit der Bronze-Liga und das ist schwierig. Aber das wird jetzt nicht mehr so einfach gehen. Okay, es gibt keine Abkürzung.
Schau mal, das mit dem Mario Kart wollten wir mal sehen. Also Mario Kart bin ich halt echt Profi. Komm, das können wir doch überspringen hier, die Pause-Liga. Also Mario Kart, also wenn wir vor allem Mario Kart 7 spielen würden, ich würde hier alle einfach nur schlagen. Mario Kart 7 bin ich Meister darin. Ja, ansonsten Mario Kart 64, also das war noch krass. Für SNES natürlich war ich auch ziemlich krass drin. Wie sowieso, da hatte ich sogar mal den Deutschlandrekord in Kokospromenade. Das war auch richtig krass. Was kann ich denn noch ganz gut? Das ist auf der Switch halt nie gespielt. Dann Mario Kart 8 habe ich für Wii U. Das war halt auch so, ja, ich spiele das halt mal, aber irgendwie geil ist das jetzt auch nicht. Ja, Mario Kart Tour habe ich da noch ein bisschen gesuchtet. Also ist auf mein Handy. Da war ich auch ziemlich krass, ehrlich gesagt, drin. Aber das habe ich jetzt auch irgendwie so aufgegeben, weil es juckt mich halt echt nicht mehr. So, das sollte auch ein schöner Rekord sein. Die waren weit hinter mir. Alter. Yassa. Alter, Super Nintendo. Also ich war richtig. Also in den alten Teilen war ich richtig krass. Vor allem Mario Kart 7, da hatte ich alles auf 3 Sterne. Okay, yay, geil, mein Preis. 2 Klumpen Kupfererz. Ja, gut, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Bis nächstes Mal. Bye.